Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu diesem Webinar Arbeiten mit Schwesterwerkzeugen. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Michael Windl, ich bin Kursleiter bei der Firma Heidenhain und werde in diesem Webinar heute erklären, wie man mit den Heidenhain-Steuerungen Schwesterwerkzeuge anlegt und was man damit für Möglichkeiten hat. Wenn Sie Fragen haben, können Sie dazu bitte das Fragenfenster unten verwenden. Hier können Sie Ihre Frage eintragen und am Ende des Webinars werde ich auf diese Fragen eingehen und diese beantworten. So, eine kurze Übersicht, was wir uns im Laufe dieses Webinars anschauen. Als erstes schauen wir uns die Standzeitüberwachung an. Das heißt, wir lernen, wie wir eine Werkzeugeinsatzdatei erzeugen können, wie wir mit dieser Werkzeugeinsatzdatei dann eine Werkzeugeinsatzprüfung durchführen können. Dann die Möglichkeiten in der erweiterten Werkzeugverwaltung, zum Beispiel die Bestückungsliste oder die T-Einsatzfolge und was wir dadurch für Vorteile haben. Dann kommen wir zum eigentlichen Arbeiten mit den Schwesterwerkzeugen. Das heißt, wie ich in der Werkzeugtabelle ein Schwesterwerkzeug anlegen kann, wie ich dieses dann einwechseln kann und wie ich einen automatischen Werkzeugwechsel, wenn das Schwesterwerkzeug die Standzeit oder wenn vom Hauptwerkzeug die Standzeit abgelaufen ist, wie ich dann das Schwesterwerkzeug einwechseln kann und automatisch mit dem weiterarbeiten kann. Und natürlich kommen wir dann noch zur Programmierung, das heißt, wie wir das Ganze ins NC-Programm mit einbinden, das NC-Programm fortsetzen und wie man das Ganze auch sehr gut mit unserer Option AFC noch verbinden kann. So, los geht's mit der Standzeitüberwachung. Die Standzeitüberwachung ist auf den Heidenhain-Steuerungen verfügbar. Und zwar kann ich zum Beispiel bei der TNC 640 über das Mode-Menü bei den Maschineneinstellungen die Werkzeugeinsatzdatei einstellen und zwar, wann sie erzeugt werden soll. Wenn dieser Bereich hier ausgegraut ist, dann muss man den Parameter, den Create Usage File, auf True setzen, dann wird dieses hier angezeigt. Hier kann ich entscheiden, wann die Werkzeugeinsatzdatei erzeugt werden soll. Entweder bei Programmlauf Satzfolge Einzelsatz oder im Programmtest. Das heißt, Standardeinstellung ist eigentlich immer in der Satzfolge nicht, dafür im Programmtest immer bei jeder Simulation von meinem Programm. Wenn ich die Werkzeugprüfung oder die Werkzeugeinsatzdatei beim Programmtest auf immer eingestellt habe, dann muss ich mein NC-Programm einmal durch den Programmtest durchsimulieren lassen. Das geht am schnellsten, wenn wir jetzt hier bei der TNC 640 schauen. Am schnellsten geht es, wenn ich auf Mode gehe und die geringste Qualität einstelle, also auf niedrig, und dann keine Blockform anzeigen lasse, dann kann ich das Bauteil am schnellsten durchsimulieren lassen. Ab der Software vor der TNC 640, die 340 5907, gibt es dazu auch einen direkten Softkey im Programmtest. Werkzeugeinsatzdatei erzeugen, dann rechnet die Steuerung intern einfach das NC-Programm einmal durch und erzeugt so die Werkzeugeinsatzdatei. Dazu bekomme ich so ein kurzes Infofenster und die Steuerung berechnet mir die Datei. Was steht jetzt in dieser Datei drinnen? In dieser Datei steht jetzt Schritt für Schritt drinnen, wann welches Werkzeug eingewechselt wird. Und wie lange dieses Werkzeug bearbeitet. Und zwar wie 100% Potti-Stellung, wenn wir das Ganze in der Satzfolge bearbeiten lassen würden. Das heißt, es steht dann die komplette Zeit drinnen, wo das Werkzeug fräst und wie lange es in der Spindel ist. Wenn jetzt die Werkzeuge öfters im Programm vorkommen, wird oben, also in den Zeilen 1 bis 4 wird jedes Werkzeug einzeln nacheinander, wie es im Programm kommt. Und bei T total werden dann die Werkzeuge summiert dargestellt. Das heißt, hier steht dann drinnen, wie lange welches Werkzeug insgesamt im Eingriff ist. Bei diesem Programm sehen wir jetzt, dass wir
Das Werkzeug 202 ist 86 Sekunden im Eingriff, 227 sind 165 Sekunden und 263 ist 298 Sekunden. So erhalten wir die Info, wie lange welches Werkzeug am Arbeiten ist. Und diese Datei bringt uns jetzt Folgendes, dass wir nämlich eine Werkzeugeinsatzprüfung machen können. Das heißt, ich lade jetzt das Programm, was ich vorher schon in meinem Programmtest simuliert habe, lade ich mir jetzt in den Programmlauf Satzfolge. Und in der Satzfolge, beziehungsweise auch im Einzelsatz, kann ich jetzt auf Werkzeugeinsatzprüfung gehen. Das ist ein Softkey. Und wenn ich dann Werkzeugprüfung drücke, dann bekomme ich, wie hier auf der rechten Seite, die Info, die Werkzeugeinsatzprüfung ist okay. Das heißt, das Programm, so wie die Werkzeuge jetzt noch Standzeit haben, würde komplett durchlaufen ohne eine Fehlermeldung. Er würde mir hier auch anzeigen, wenn zum Beispiel ein Werkzeug nicht im Magazin vorhanden ist. Zwar in der Werkzeugtabelle, aber nicht im Magazin. Also das Werkzeug ist noch nicht gerüstet. Von dem her ist es eigentlich ganz eine interessante Sache, wenn ich jetzt das Programm auf die Maschine bekomme und einfach mal wissen möchte, ob alle Werkzeuge auf der Maschine verfügbar sind und genügend Standzeit haben. Dann nehme ich mir mein NC-Programm, lasse es einmal simulieren, wechsle dann das oder wähle das Programm in die Satzfolge ein und mache dann die Werkzeugeinsatzprüfung. Das ist auch keine Option auf den Steuerungen, sondern ist als Standard verfügbar. Und der schaut dann, ob alle Werkzeuge genügend Standzeit haben und ob die Werkzeuge auch im Magazin verfügbar sind. Das Gleiche macht auch die Bestückungsliste in der erweiterten Werkzeugverwaltung. Das heißt, bei der Werkzeugverwaltung ist er der erste und der zweite Reiter, also Werkzeuge und Plätze, das ist Standard. Und die erweiterte Werkzeugverwaltung ist dann die Bestückungsliste und die T-Einsatzfolge. Das ist eine Option. Und hier zeigt er mir jetzt an, okay, alle Werkzeuge sind verfügbar, im Hauptmagazin auch mit dabei. Von dem her kann ich das Programm einmal bearbeiten. Er zeigt mir eben auch an, wenn jetzt das Werkzeug zu wenig Zeit hätte, Standzeit, dann zeigt er mir an, okay, beim Werkzeug 8 ist die Fräszeit zu gering. Das heißt, mit diesem Fräser kann ich nicht das komplette Bauteil bearbeiten. Entweder muss ich jetzt ein Schwesterwerkzeug definieren, damit ich mit dem weiterarbeiten kann, oder ich muss den Fräser kurz überprüfen, schauen, ob alles in Ordnung ist und dann dementsprechend die Zeit wieder heruntersetzen, wenn ich sage, der Fräser passt noch, der kann noch weiter fräsen. Die Werkzeugeinsatzprüfung simuliert nur einen Durchgang vom NC-Programm. Das heißt, wenn ich jetzt wissen möchte, das Programm würde ich jetzt dreimal oder viermal durchlaufen lassen, wann sind denn die Fräser abgelaufen? Dann kann ich das in der T-Einsatzfolge machen von der erweiterten Werkzeugverwaltung. Und da sehe ich jetzt, der erste Durchlauf ist okay, der zweite Durchlauf ist okay und beim dritten Durchlauf ist das Werkzeug 227 die Standzeit abgelaufen. Das heißt, dann müsste ich den Bohrer hier dementsprechend anpassen. Das heißt, die Werkzeugeinsatzprüfung geht nur einen Durchlauf durchs NC-Programm. Die T-Einsatzfolge geht mehrere Durchläufe. Die Liste kann ich bis zu 999 Zeilen aufblähen, je nachdem, was ich hier benötige. So, kommen wir nun zu dem Arbeiten mit den Schwesterwerkzeugen. Wie definiere ich ein Schwesterwerkzeug? Da kommt es jetzt darauf an, wie ich den Toolcall ausführe. Das heißt, ob ich bei Toolcall mit Nummer oder mit Name arbeite. Wenn ich bei Toolcall mit Werkzeugnummer arbeite, dann muss ich in meiner Werkzeugtabelle das Feld oder die Spalte RT für Replacement Tool nutzen. Das heißt, in diese Spalte RT muss ich mein Schwesterwerkzeug eintragen. Zum Beispiel vom Werkzeug 8 ist das Schwesterwerkzeug das Werkzeug 9. Dann steht bei der Werkzeugnummer 8 bei RT 9 drinnen.
wenn jetzt beim Werkzeug 8 die Standzeit abgelaufen ist und ich den nächsten Tool-Call ausführe, wird automatisch das Schwesterwerkzeug eingewechselt, das Werkzeug 9. So funktioniert es, wenn ich mit Werkzeug Nummer arbeite. Wenn ich mit Werkzeug Name arbeite, dann holt er sich ja immer das erste Werkzeug mit dem Namen, das ich angegeben habe, aus der Werkzeugtabelle. Wenn bei diesem Werkzeug die Standzeit abgelaufen ist, dann sucht er sich das nächste Werkzeug mit dem gleichen Namen in der Werkzeugtabelle. Das heißt, wenn ich mit Werkzeugname arbeite, gehören alle Werkzeuge mit gleichem Namen zusammen. Und er beginnt immer von oben zu suchen, okay, was ist der erste Name, der wo kommt, der wird eingewechselt. Wenn dieses Werkzeug keine Standzeit mehr hat, wird das nächste mit dem gleichen Namen geholt und so weiter und so fort. Für die Standzeit ist die Time 2 und die Current Time wichtig. Die Time 1 ist eine maschinenabhängige Funktion. Das heißt, bei der Time 1 wird lediglich beim Erreichen von dieser Time 1, also wenn die Current Time, die aktuelle Standzeit, wenn die Time 1 erreicht hat, dann wird einfach ein Merker in der PLC gesetzt und diesen Merker kann der Maschinenhersteller dann für seine Aktionen weiterverwenden. Deswegen ist die Time 1 eine maschinenabhängige Funktion. Die Time 2 ist die Standzeit für die Heidenheim-internen Funktionen, wie zum Beispiel fürs Schwesterwerkzeug. Das heißt, wenn wir mit Standzeitüberwachung arbeiten möchten, von der Steuerungsseite her, ist für uns die Time 2 interessant. Die Current Time ist die aktuelle Standzeit, das heißt, die wird während der Bearbeitung hochgezählt. Und dann gibt es noch die Overtime. Das ist eine Zeit, die auf die Time 2 draufgerechnet wird, um ein Werkzeug noch fertig fahren zu können. Das heißt, wenn die Bearbeitung noch 3 Minuten dauern würde und das Werkzeug aber keine Standzeit mehr hat, dann könnte man diese 3 Minuten noch draufpacken und könnte man so die Bearbeitung noch fertig machen. Dafür kann man die Overtime nutzen. Sobald die Current Time die Time 2 erreicht hat oder überschritten hat, ist das Werkzeug mit einem Tool Call nicht mehr aufrufbar. Das heißt, entweder holt er sich dann das Schwesterwerkzeug oder er gibt eine Fehlermeldung aus, Standzeit abgelaufen. Der Werkzeugwechsel wird nur ausgeführt, also wenn ich jetzt einen Werkzeugwechsel mache, die Standzeit ist abgelaufen und ich möchte, dass das Schwesterwerkzeug eingewechselt wird. Dieser Werkzeugwechsel wird nur ausgeführt, wenn ein Tool-Call mit Spindelachse gemacht wurde. Das heißt, wenn ich beim Tool-Call keine Spindelachse mitprogrammiert habe, wird nicht das Schwesterwerkzeug geholt, sondern es wird mit diesem Werkzeug weitergearbeitet. Das ist einfach, damit man vielleicht die Drehzahl und Vorschub ändern kann. Eben wenn ich keine Spindelachse eingebe, dann wird auch kein Schwesterwerkzeugwechsel ausgeführt. Genau, in diesem Beispiel hier sehen wir jetzt, ich habe einen Tool Call 8 programmiert im MDI. In der Werkzeugtabelle oben sehen wir, das Werkzeug 8 ist abgelaufen, das heißt nicht mehr verfügbar. Beim Werkzeug 8 sehen wir hier nochmal kurz, beim Replacement Tool steht Nummer 9 drinnen. Das heißt, er wird jetzt nicht mehr Werkzeug 8 holen, sondern man sieht es hier unten in der Spindel, er hat das Werkzeug 9 geholt. Sobald ich bei das Werkzeug 8 wieder die Current Time auf 0 setze, beim nächsten Tool Call 8 holt er dann wieder das Werkzeug 8 in die Spindel. Wichtig ist, der Radius plus Delta Radius vom Schwesterwerkzeug müssen mit dem Originalwerkzeug übereinstimmen. Das heißt, die dürfen nicht zu groß sein, ansonsten gibt die Steuerung eine Fehlermeldung aus. Das kann man aber mit M107 unterdrücken, je nachdem, was man da für Toleranzen von der Werkzeugvermessung mit dabei hat. Natürlich ist es sinnvoll, dass die Werte da zusammenpassen. Nicht, dass man hier zu große Unterschiede bei der Bearbeitung dann hat.
neben dem Einwechseln über ein Tool-Call, das heißt am Ende der Bearbeitung, es folgt ein Tool-Call, statt dem Originalwerkzeug wird das Schwesterwerkzeug eingeliefert, gibt es auch noch einen automatischen Werkzeugwechsel während des Programms. Den kann ich aktivieren mit M101. M101 ist eine Funktion, die aktiv geschaltet wird, sobald während der Bearbeitung die Standzeit abläuft, wird nach einer gewissen Zeit, das kommt jetzt auf die Anzahl der NC-Sätze oder die Satzlänge auch drauf an, das Schwesterwerkzeug eingewechselt. Und zwar automatisch. Das heißt, die Steuerung zieht das Werkzeug weg, macht den Werkzeugwechsel und fährt dann das Werkzeug wieder an die Kontur heran. Diesen automatischen Werkzeugwechsel während der Bearbeitung mit des M101 kann ich mit M102 wieder ausschalten. Es kommt eben darauf an, wie lange das die Sätze sind. Also wenn man relativ lange NC-Sätze hat, dann kann dieser Werkzeugwechsel auch mal etwas länger dauern. Umso kürzer die Sätze sind, also wenn man jetzt aus dem Kernprogramm zu einem normalen Satzabstand von 2-3 Zehntel Millimetern hat, dann ist der Werkzeugwechsel schneller. Wenn man jetzt selber ein Programm hat, wo relativ lange Sätze drin stehen, dann eben bis zu einer Minute nach Ablauf der Standzeit. Das Ganze kann man über diese Blocktoleranz auch berechnen. Das heißt, da kann ich bei M101 kann ich dahinter noch BT eine Blocktoleranz einstellen. Das heißt, die Anzahl der NC-Sätze, um die sich ein Werkzeugwechsel verzögern darf. Das heißt, wenn ich sage, okay, das soll aber sich noch ein bisschen nach hinten raus verzögern, dann ist es eben hier die Formel, wie ich meine Blocktoleranz verschieben kann. In der Regel hat man einfach das M101 aktiv und kann das dann automatisch auswechseln lassen. M101 wird nicht durchgeführt, wenn ich einen Bearbeitungszyklus ausführe. Das heißt, da wird es dann erst am Ende des Bearbeitungszyklus ausgeführt. Außerdem bei Radiuskorrektur, weil die Steuerung ja nicht mehr an die Kontur anfahren kann. Sie müsste ja dann noch zusätzliche Punkte mit einrechnen, um dann wieder an die Kontur anzufahren, damit ich keinen Verschleiß oder keine Freischneidmarken bekomme. Außerdem während Approach und Departure oder direkt danach. Also da gibt es eben einige Punkte, wo ein M101 nicht ausgeführt wird. Genauso wie im Drehbetrieb kann ich und für Drehwerkzeuge kann ich das M101 auch nicht verwenden. Also M101 ist sinnvoll für eine Schrubbbearbeitung, zum Beispiel mit einem CAM-Programm. CAM-Programm Schrubben wird in der Regel ohne Radiuskorrektur mit vielen Linearsätzen gemacht und so kann ich das hier mit dem M101 sehr gut kombinieren. Wenn die Standzeit abgelaufen ist, wird automatisch das nächste Schwesterwerkzeug eingewechselt und die Bearbeitung fortgesetzt. Wenn ich Differenzen habe, kleine Differenzen im Radius, ist es nicht so schlimm beim Schruppen, weil ich ein Aufmaß dabei habe und das Ganze dann eben wieder weitermachen kann. Beim Wiederanfahren an die Kontur muss ich natürlich auch aufpassen, was ich für eine Bearbeitung mache. Speziell bei Scheibenfräsern oder T-Nutenfräsern muss ich aufpassen, weil die Steuerung zuerst in der Werkzeugachse das Werkzeug wegzieht. Das heißt, in der virtuellen Werkzeugachse wird als erstes das Werkzeug weggezogen. Das ist natürlich schlecht, wenn ich einen Scheibenfräser oder einen T-Nutenfräser drin habe, weil der muss ja erstmal seitlich freigefahren werden und dann weggezogen werden. Deswegen bei solchen Fräsertypen das M101 mit M102 wieder aufheben, dann passt das. Das Wiederanfahren an die Kontur geschieht dann wie beim Satzvorlauf. Und hier sieht man dann eben, wie sie Schritt für Schritt in der richtigen Reihenfolge, die linear, genauso wie die Rundachse, wenn ich jetzt in der Angestelltenbearbeitung bin, das Ganze angefahren wird. Wenn man dieses automatische Wechseln während der Bearbeitung, dass er mittendrin in der Fläche unterbricht, wegfährt und wieder anfährt, vermeiden möchte, kann man auch einfach durch mehrere Tool-Calls
das Ganze in Blöcke, die Bearbeitung in Blöcke unterteilen. Wenn man sagt, okay, erste Fläche ist fertig gefräst, nach dieser Fläche mache ich einen Tool-Call, wenn die Standzeit abgelaufen ist, hole das Schwesterwerkzeug und mache mit dem Schwesterwerkzeug an der zweiten Fläche weiter. So kann man das Ganze eben sehr schön hin und her definieren und kann eben genau sagen, okay, an der Stelle darf er einen Schwesterwerkzeugwechsel machen und an der Stelle darf er einen machen und er würde es nicht einfach mit M101 während der Bearbeitung machen. Das heißt, wenn man so mehrere Tool-Calls an die bestimmten Bereichen drinnen hat, dann braucht man das M101 nicht. Dann macht es dann der Schwesterwerkzeugwechsel über einen Tool-Call und ansonsten mit M101 wechselt er eben während der Bearbeitung einfach das Schwesterwerkzeug ein. Der Maschinenhersteller hat da sehr viele Möglichkeiten, wie er diese Reihenfolge der Schwesterwerkzeuge, das Aufbrauchen von Reststandzeiten beeinflussen kann, um zum Beispiel zu vermeiden, dass er jetzt ein Schwesterwerkzeug einwechselt, das nur noch 3 Minuten Standzeit hat und nach diesen 3 Minuten wird dann schon wieder das nächste Werkzeug eingewechselt. Das kann man eben über die Maschinenparameter einstellen, wie diese Werkzeuge aufgebraucht werden sollen und dass nur Werkzeuge mit genügend Reststandzeit eingewechselt werden sollen. So, wie binden wir jetzt diese Funktionen ins NC-Programm ein? Das heißt, in der Regel lassen wir die Programme ja laufen, meistens mannlos in die Nacht hinein. Und jetzt müssen wir eben verschiedene Situationen abfragen. Das wäre einmal, ist das Werkzeug gebrochen, ist die Standzeit abgelaufen und wie kann ich dann weiterarbeiten? So, den Werkzeugbruch können wir über verschiedene Möglichkeiten feststellen. Einmal über meine Werkzeugvermessungssysteme, entweder ein Lasersystem oder ein Tischtastsystem. Ich kann es auch über einen Werkstücktaster machen, indem ich das Werkstück vermesse. Und wenn ich hier die Verschleißtoleranz von der Werkzeugtabelle überschreibe, dann wird eben das Werkzeug gesperrt. Das ist jetzt ein bisschen anders da wie die abgelaufene Standzeit. Das heißt, dann ist nicht die Curing Time größer wie die Time 2, sondern das Werkzeug wird über TL, also Tool Lock, gesperrt. Und wenn das Werkzeug gesperrt ist und ich mache einen Tool-Call drauf, dann wird anstatt dieses Werkzeuges das definierte Schwesterwerkzeug geholt. Genau, entweder der Tischtaster oder eben der normale Werkstücktaster und über einen Messzyklus, zum Beispiel den Zyklus 427, kann ich das Werkzeug korrigieren lassen. Und wenn der korrigierte Wert über den L-Toll oder R-Toll-Wert liegt, wird das Werkzeug automatisch gesperrt. So, wo bekommen wir das Feedback, dass irgendetwas nicht stimmt? Die Zyklen geben uns eine Rückmeldung und zwar in dem Parameter Q199. Wenn der 0 ist, ist alles in Ordnung. Wenn er 1 ist, ist das Werkzeug verschlissen. Wenn der 2 ist, ist das Werkzeug gebrochen. Das heißt, je nachdem, wie dieser Parameter steht, kann ich dann darauf reagieren und weitere Maßnahmen ergreifen. Das gleiche beim Messzyklus. Der befüllt die Zyklen, die Q-Parameter Q180, Q181 und Q182. Und je nachdem, welcher von den Parametern auf 1 ist, ist das Werkzeug in Ordnung, verschlissen oder gebrochen. So, was machen wir jetzt, wenn das Werkzeug gebrochen ist? Die Maschine hat zum Beispiel einen Palettenwechsler dabei und dieser soll ja weiterlaufen. Das heißt, wir haben jetzt nach einer Bearbeitung festgestellt, das Werkzeug wird vermessen, das Werkzeug ist gebrochen. So, entweder ich lasse die Bearbeitung jetzt stoppen, wenn das Werkzeug gebrochen ist, allerdings steht die Maschine dann und es geht nicht mehr weiter. Das wäre jetzt hier das Beispiel. Das heißt, nach unserem Lasermesszyklus für die Bruchkontrolle, den Zyklus 586, wird abgefragt, ob der Q199, also der Ergebnisparameter, 0 ist. Also if Q199 gleich 0, go to Label 1. Das heißt, er springt zum Label 1 und da macht er mit der nächsten Bearbeitung weiter.
Wenn das Werkzeug jetzt verschlissen oder gebrochen ist, dann ist der Q199 1 bzw. 2 und die Steuerung läuft hier in den Stopp rein. So, Stopp heißt, die Maschine steht und so steht sie bis morgen in der Früh. Wie programmiere ich so einen Sprungbefehl? Ich gehe auf die Q-Taste in meinem Nummernblock, anschließend auf die Sprünge und hier habe ich jetzt vier verschiedene Sprungvarianten. Wenn x gleich y, wenn x nicht y, wenn x größer y oder wenn x kleiner y. Das heißt, hier kann ich einfach meine Q-Parameter oder festen Werte eintragen und dann je nachdem auf ein bestimmtes Label springen. Was man mit so einem Palettenwechsler eigentlich lieber hat, ist, dass die Bearbeitung mit der nächsten Palette fortgesetzt wird. Das heißt, ich frage wieder nach diesem Bruchzyklus, nach Werkzeugvermessung Bruch, frage ich ab, ob der Q199 größer als 0 ist. Das heißt, wenn er 1 oder 2 ist, dann spring aufs Label 1. Das Label 1 steht ganz unten am Ende vom Programm vor M30. Das heißt, mit diesem Go-to-Label 1 springe ich über meine komplette Bearbeitung drüber, also über die komplette Folgebearbeitung und springe ans Programmende. Vorteil vom Programmende ist, dass die Palette ausgewechselt wird und die nächste Palette eingewechselt wird. Wenn bei der nächsten Palette dann wieder das Werkzeug 8 aufgerufen wird, das ist ja gesperrt wegen der Bruchkontrolle, dann wird das passende Schwesterwerkzeug zu diesem Werkzeug 8 aufgerufen und so kann ich wieder weiterarbeiten. Das heißt, so bleibt der Palettenwechsler einfach in Arbeit. Mit Stopp steht halt die Maschine. Von dem her muss man sich halt überlegen, wie man das Ganze am besten in seine mannlose Schicht mit einbaut. In der Regel ist es ja so, wenn das Werkzeug gebrochen ist, möchte ich eigentlich nicht weiter auf diesem Bauteil bearbeiten. Weil ich kann ja nicht ausschließen, dass in der Bearbeitung noch ein Stück vom ersten Werkzeug drinnen steckt. Und wenn ich jetzt mit dem zweiten Werkzeug die Bearbeitung nochmal machen würde, dann würde ich ja an diesem Stück vom ersten Werkzeug das zweite Werkzeug auch wieder zerstören. Und von dem her gehen wir eigentlich her und wechseln das Werkstück hier aus und lassen uns die nächste Palette mit reinfahren. Eine weitere gute Kombination, jetzt nicht standzeitabhängig, ist die Kombination von einem Schwesterwerkzeug in Verbindung mit AFC. AFC ist ja unsere Adaptive Feed Control Software, die Option 45, die eben aufgrund der Spindelbelastung während der Bearbeitung feststellen kann, in welchem Zustand sich der Fräsprozess aktuell befindet. Dadurch kann ich die Werkzeugstandzeit erhöhen, denn wenn das Werkzeug stumpf wird, erkennt das AFC, weil die Spindelbelastung nach oben geht. Das heißt, AFC reduziert den Vorschub, um die Belastung vom Werkzeug und von der Spindel wegzunehmen. Außerdem wird die Bearbeitungszeit optimiert. Das heißt, wenn ich irgendwo Leerschnitte habe oder weniger Spindelbelastung, kann ich automatisch den Vorschub erhöhen. Der Werkzeugbruch wird vermieden. Auch wieder dadurch, Werkzeug wird stumpf. Normalerweise würde die Steuerung einfach und die Maschine mit 100% weiterfahren. Und das Werkzeug wird immer schneller schlechter und irgendwann bricht es. Und um diesen Bruch zu vermeiden, wird einfach der Vorschub reduziert. Und wenn ein gewisser Punkt unterschritten wird, wird das Schwesterwerkzeug eingewechselt. Dadurch wird natürlich auch die Maschinenkinematik geschont, weil nicht so viel Druck auf meine ganze Maschinenbauform draufkommt. Wie sieht es aus? Wir haben eine gelernte Spindelbelastung, das heißt, die müssen wir für unsere Bearbeitung einmal einlernen und anschließend beginnt der Fräsprozess. Das heißt, wenn der Fräser jetzt von links nach rechts rüberführt, kommt er erstmal ins Material und
reduziert erstmal den Vorschub auf den definierten Eintrittsvorschub. Das ist immer vom programmierten Vorschub prozentual, zum Beispiel 80% vom programmierten Vorschub ist der Eintrittsvorschub. Und dann wird beschleunigt und jetzt versucht die Steuerung eben, die gelernte Spindelleistung wieder zu erreichen. Wenn wenig Material da ist, dann erhöht die Steuerung den Vorschub, damit sie wieder an die Spindellast rankommt. Und wenn mehr Material kommt oder das Werkzeug stumpf wird, da geht die Spindellast nach oben und die Steuerung reduziert automatisch den Vorschub, damit sie wieder an die gelernte Spindellast hinkommt. Dazu gibt es in der AFC-Tabelle eine Spalte, die nennt sich Overload. Diese Overload-Spalte ist unsere Überlastreaktion. Das heißt, mit dieser Überlastreaktion kann ich definieren, was passieren soll, wenn die Steuerung unter den F-Min regeln muss. Der F-Min ist der minimale Vorschub. Also auf die, zum Beispiel hier bei der Zeile 0, während es auf 75% darf der programmierte Vorschub reduziert werden. Das heißt, wenn ich 1000 mm pro Minute als Vorschub vorgegeben habe, darf er auf 750 reduziert werden. Wenn dann immer noch nicht die gelernte Spindellast erreicht ist und die gelernte Spindellast immer noch über oder die aktuelle Spindellast immer noch über der gelernten Spindellast liegt, dann wird dieses Überlastmakro ausgelöst, diese Überlastreaktion. Und M heißt, ein spezielles Makro wird hier aufgerufen. Und in diesem Makro wird jetzt das Schwesterwerkzeug eingewechselt. Das heißt, es wird einfach hergegangen, die Time 2 wird ausgelesen und genau diese Time 2 wird als Time, wird als Current Time in die Tabelle geschrieben, in die Werkzeugtabelle und dann wird nochmal ein Tool Call ausgeführt. Das heißt, so wird einfach das Schwesterwerkzeug eingewechselt und mit dem wird dann weitergearbeitet. Und so kann ich eben auch in Verbindung mit AFC mit der Schwesterwerkzeugbearbeitung wieder mehr Prozesssicherheit erreichen. Wir haben dazu ein schönes Messeteil gemacht. Und zwar sehen wir hier eine Bearbeitung von Werkzeugstahl mit einem Messerkopf. Wir sehen jetzt hier die Bearbeitung ohne AFC. Das heißt, es wurden mehrere Bauteile über die Nacht hinweg bearbeitet. Irgendwann ist bei dem Messerkopf eine Schneidplatte weggebrochen. Es wurde immer weiter gearbeitet. Die Steuerung hat es nicht erkannt, weil kein AFC, kein Adaptive Feed Control wirksam war, aktiv war. Und so sieht man hier das Ergebnis am Werkstück. Das heißt, der Fräser ist immer schlechter geworden. Es ist immer mehr Hitze, immer mehr Temperatur ins Material gekommen. Und irgendwann ist die Maschine mit einem Schleppabstandsfehler in X stehen geblieben und der Prozess war unterbrochen. Die gleiche Bearbeitung mit aktivem AFC war dann so, die Steuerung hat erkannt, dass die Schneidplatte, dass der Fräser schlecht wird, indem dass der Schnittdruck nach oben geht, hat automatisch das Schwesterwerkzeug eingewechselt und dieses Schwesterwerkzeug hat dann wieder die Bearbeitung fortgesetzt. Das ist halt sehr gut bei einer Schrubbbearbeitung, wo es eben mal passieren kann, dass irgendwann das Werkzeug schlechter wird. Das erkenne ich über AFC aufgrund von der Spindelbelastung. Und dann kann ich ab einem gewissen Zeitpunkt das Schwesterwerkzeug einwechseln und kann mit dem weiterarbeiten. So habe ich einen sehr prozesssicheren, eine prozesssichere Bearbeitung. Beim Schlichten ist es wieder anders da. Beim Schlichten möchte ich eher nicht, dass während der Bearbeitung plötzlich ein Schwesterwerkzeug eingewechselt wird. Das heißt, da lasse ich eher die komplette Bearbeitung durchlaufen und erst wenn ich auf eine neue Fläche wechsle, kann ich dann über einen Tool Call aufs Schwesterwerkzeug wechseln und so wieder weiterarbeiten. So, das war's zum Webinar mit den Schwesterwerkzeugen. Von der Definition her hat man ja gesehen, ist es relativ einfach. Das heißt, wir geben einfach in unserer Werkzeugtabelle die Time 2 an und lassen ihn dann über die Current Time, die aktuelle Standzeit, hochrechnen. Je nachdem, ob ich dann während der Bearbeitung das Werkzeug wechseln möchte oder nur zum Tool Call, kann ich es dann in meinem Programm mit einbinden.
Ich denke, das ist eine Möglichkeit, dass man eben auch wieder diese mannlosen, automatisierten Prozesse über Nacht gut durchlaufen lassen kann und so dann eben auch mit mehreren Werkzeugen mein Bauteil durchfräsen kann. Sollten Sie später, wenn Sie es jetzt bei Ihrer Maschine einrichten, noch Fragen haben, dann können Sie sich natürlich gerne an meine Kollegen von der NC Programmierhelpline wenden unter der eingeblendeten Telefonnummer oder unter der E-Mail-Adresse 3103@heidenhain.de. Dann bedanke ich mich jetzt schon für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen heute noch einen schönen Tag und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Webinar wieder hören.